So, liebe Leute, neues Video. Ich habe der Florian zusammen mit am Start. Wir tun heute weiter beim Bus. Im letzten Video habt ihr ja eh schon gesehen, da hat man eigentlich das Ziel gehabt, die Achsen auszubauen, aber es hat nicht funktioniert, es hat uns gefuchst. Wir sind hinten ein paar Bolzen so eingegammelt gewesen, dass wir die mit nichts rausgekriegt haben. Dann ist schon dazu gekommen, ich bin an dem Tag ziemlich krank gewesen schon und dann ist es noch schlimmer geworden. Florian genauso. Dann hat es auch gescheit erwischt, wir sind jetzt beide mal 14 Tage im Bett gelegen. Deswegen auch leider kein Video für euch. Aber heute haben wir uns ganz fest vorgenommen, heute, da wir die Achsen raus, kommen wir was voll. Und schon setzen wir die Flex an. Hilft heute nichts. In diesem Sinne, jetzt sagen wir euch kurz, was wir vorhaben. Ich wünsche euch viel Spaß. Und dann schaut mal, und wir starten wieder. So, Leute, jetzt zeigen wir euch kurz, worum es geht. Gegangen ist um den Schrauben. Die muss ich anders filmen. Der Schrauben. Und der Kollege da. Wir haben die Schrauben aufgekriegt, wir haben sie locker gekriegt, aber die sind in die Buchsen drinnen so eingegammelt, dass wir sie nicht rauskriegen. Das war jetzt das Riesenproblem. So, unser neuer Schlachtplan, da wir die Dinger nicht rausgekriegt haben, weil sie wahrscheinlich in die Buchsen eingegammelt sind, ist jetzt, wir werden jetzt mit der Flex da und da dazwischen versuchen, die Schrauben aufzuschneiden, dass wir sie endlich rauskriegen, weil dann hoffen wir, dass da, da einfach der Achsschenkel noch rausfällt. Oder Flo? Ja, genau, und die Lage kann man nicht rein, von dem her braucht man sie noch gleich auspressen. Genau. Sind uns die Schrauben wurscht. Ja, was haben wir sonst da? Im Endeffekt, alles was da nachher noch an Schlauch und Co. umhängt, kommt dann natürlich raus, weil wir dann das Getriebe und alles aushängen. Aber das zeigen wir jetzt. Zeigen wir euch jetzt, wie wir das vorhaben. Ja, kann ich nochmal, können wir starten, oder? Ja. Spekulatius sind auf. Dann probieren wir es einmal. Jetzt schneiden wir mal da mal eine Seite durch, machen links und rechts. Und wenn das gut funktioniert, lassen wir danach im Bus runter und schneiden von außen die andere Seite. Drückt mir die Daumen, dass es funktioniert. Die Schrauben haben wir losgebracht mit viel Schmackes. Und da seht ihr, da haben wir jetzt einfach mal richtig eingeschnitten, dass innen drin der Schraubenhock gerissen ist. Auf der drüberigen Seite dasselbe.
Und jetzt sollte dem nichts mehr im Weg stehen, wenn wir den Bus jetzt runterlassen, dass wir die Achsen rauskriegen. Braucht uns die Daumen. Wir lassen es eigentlich jetzt im Zeitraffer mitlaufen. Hoffentlich kriegen wir sie raus, die Scheißdinger. So, jetzt haben wir alle Schrauben hoffentlich gelöst. Und jetzt kommt das grande Finale, ob sich das Chassis hebt und die Achsen stehen bleiben. So Leute, das nennt man Tuning, der neu eingestellte Stutz, wunderprächtig. Der Florian muss noch mal einen Schrauben raus tun, den wir jetzt vergessen haben. Und die Dosennummer. Was sagt er? Geht genauso? Habe ich schon. Hat du schon? Also vorne die Reifen oder die Aufhängungen, die liegen schon mal heraus. So, lieber Florian, schauen wir mal, was es getrieben hat. Warte, ich gehe auf die andere Seite. Ich lasse das jetzt einmal rauslaufen. Ich muss es gerade ein bisschen ausrichten, dass man da mit den Lager nicht so. Ja, dass wir nicht verkeilen hinten rein, oder? Ja, genau. Ja. Warte, ich hab's alle Sättungen. Ich bin auch raus. So wird das. Kann ich alle Sachen machen nachher. Ja, wunderbar, stopp. Haben wir da die. Ausfahren. Der Spanger nicht um die Aufbruch. Der Speck. Nicht die zwei, meine ich. Der da? Ja. Das ist ein Wurst, der hängt nicht auf der Karosserie. Okay. Aber der da? Ja, zieh einfach gleich los. Gleich los. Auf mit der Feder. Das Stecker. Ja, da, das ist da. Stopp. Da ist offen und auf. Jawohl, auf. Jackpot! Sehr geil! So, der neue Eitel! Fahrwerk ist draußen! Verdammte Scheiße! Kluzi, fix! Sehr gut! So, das heißt Hinterachs, jetzt kann man alles zerlegen, das kann man jetzt alles separieren.
Sieger. If you're happy and you know it, clap your hands. Sehr geil. So, du siehst, da haben wir echt einiges zu überarbeiten. Richtig cool. Aber man kommt jetzt halt richtig schön zu der Arbeit zu. Gut. So Leute. So Leute, ich muss gleich. Florenz legt jetzt gerade. Das wäre Licht. Nicht so hell. Boah, das Licht. Florenz legt jetzt gerade das Lenkgetriebe. Und dann geht ja da noch die Stange auf. Und da ist ja das Gelenk. Und dann können wir das auch austun. Dann können wir die Schleiche ausfadeln, oder Flo? Ja. Dann können wir den Kerl rausbauen. Und dann müssen wir eh schon Leitungen ziehen, würde ich sagen. So schaut's aus. So Leute, Florian und ich waren fleißig. Es hat sich rentiert, jetzt sagen wir einfach mal, was wir geschafft haben. Nicht ein. Also. Bis auf ein paar Bremsleitungen ist ja unten komplett entkernt, ist nichts mehr da. In dem Fall ist es sowieso, es ist ein Müll, das ist wurscht dabei. Aber seht ihr, Kabelbahn, Lenkung, alles draußen. Wunderbar. Keller, wir haben dezent Überschwemmung gehabt, aber alles draußen. Richtig geil. Richtig, richtig geil, was gegangen. Ich und der Flo, wir sind richtig happy. Diesen da. Jetzt werden wir noch das Auto ein bisschen runterlassen, dann werden wir noch ein paar Kleinigkeiten machen, werden wir noch ein bisschen was entfernen, demontieren, und dann würde ich sagen, lassen wir es für heute eh schon gut sein. Oder? Eh viel mehr geschafft als gedacht. Also ich bin richtig, richtig happy heute. Ja. Auf das ganze dezent unnötige Umgewürge beim letzten Mal plus krank sein, sind wir jetzt gleich bald wieder relativ fit. Und haben wir das ESC-Fache. Wir haben zwar einen Saustall hinterlassen für, ohne Ende, aber geschafft haben wir viel heute, richtig viel. Und unten drinnen, bestandstechnisch, ist es gar nicht so schlimm, wie wir gemeint haben. Ja. Wir können einiges buchsen, also müssen wir sowieso austauschen, aber wir können einiges aufarbeiten, einiges wiederverwenden. Es ist wirklich viel, was man wiederverwenden kann, wenn man ein bisschen Liebe reinsteckt. Sport uns natürlich, kostet uns Zeit, spart uns aber einige tausend Euro, schätze ich mal, wenn uns da erspart bleiben. Also 4.000-5.000 Euro können wir sicher sparen, ja. Mit dem wir schön rechnen haben. Aber es wird, jetzt werden wir anlassen, dann werden wir noch ein bisschen was zerlegen. Ich habe euch jetzt noch einen Zeitraffer noch einmal rein, einen ganz netten. Oder werden wir noch Kleinigkeit sagen. Jetzt fährt's. We'll be right back.
So, wir haben unser Tagesziel mehr als erreicht. Florian ist auch richtig happy, würde ich sagen. Jetzt können wir eigentlich auch mal ganz kurz sagen, was wir geschafft haben. Moment, einmal schwenken. Also, der komplette Bus unten komplett zerlegt. Oben alles komplett ausgebaut, Kabelbahn, alles aus dem Bus entfernt. Jetzt sind wir eigentlich auf, jetzt können wir reparieren anfangen. Ja. Wir starten jetzt eigentlich ganz offiziell mit der Restauration. Also da hat mir total, ich bin richtig happy, dass das mit den Achsen nicht funktioniert hat, weil das war letztes Mal gewöhnlich. Ich und der Flo, wir werden uns jetzt einmal Gedanken machen, wir werden uns jetzt einen Schlafplan ausdenken, wie es jetzt weitergeht. Ich schätze mal, wir werden ein bisschen parallel arbeiten, denke ich, am Bus, dass es weitergeht auch. Und ja, wir werden es in den nächsten Videos wieder zeigen, würde ich sagen. Also, bleibt dran, haut rein, gesund bleiben, bis zum nächsten Mal. Ciao, schönen Abend. Auf Wiedersehen. Don't try this yourself. It's extremely dangerous.